Dann sind wir gespannt auf Front Girl. Noch einmal der Blick auf die Familie. Foundation ist der Vater. Dann Fürsten Look, angepaart mit der Hossika, die ihrerseits vom Hotline abstammt. Und dann hinten raus, wie gesagt, ja, die Klassikers. Pat noch einmal, auch die hatten wir als Mutter von Weltklassiker schon ausführlich besprochen. Jetzt freuen wir uns auf dieses Front Girl. Vierjährig, und vorgestellt wird uns Front Girl Nicole. Von Nicole. Er ist ein Bewegungswunder, wenn man das bezeichnen darf. So selten ein Pferd gesehen, was diese im Vortritt hat und diese Elastizität mitbringt und gleichzeitig korrespondiert mit dem Hinterbein. Das ist schon was Besonderes. Alles losgelassen, setzt den Reiter schön hin, nimmt den Reiter mit. Was meinst du, was der mal früher, später mal Traversalen geht, diese Stute? Welche Schulterfreiheit die hat? Sehr schön. Sehr gut. Auch hier die Rückführung, nicht? Nimmt sofort Last auf. Toll zu sehen. Stute hat sich ganz gewaltig entwickelt in den letzten Wochen. Ist erwachsener geworden und nimmt die Arbeit wunderbar an. Sehr schön so. Und dann Übergang auch zum Trab und Schritt. So, wieder so ein fantastischer Übergang. Wir haben das gerade angesprochen, vom ja, etwas großzügigeren Galopp, dann wieder in die Rückführung, Übergang zum Trab, jetzt ganz easy in den Schritt. Das bleibt mal schön abfedern. Tja, und auch einfach eine, die sich hier, ich glaube, so vor Publikum wohlfühlt, die das, die Atmosphäre genießen kann, die uns auch daran teilhaben lässt. Ja, und die Stute genießt es auch. Ja. Sie weiß, was sie kann. Und ich glaube, auch das darf man sich gerne noch mal vor Augen halten. Für ein vierjähriges Pferd, so leichtfüßig, wie Nicole uns dieses Pferd hier vorstellen kann, auch mit fast unsichtbarer Hilfengebung, so einfach, glaube ich, ist das recht bemerkenswert. Ja, was soll man dazu sagen?
auch unheimlich kraftvolles Abfußen. Und wenn man beobachtet, wie schön sich auch die Kapalgelenke anhebt,